So, meine Lieben, da sind wir wieder und ich bin mal wieder bis zu diesem Wartungsschuppen gelaufen. Also es war nicht weit. Autosave-Punkt hat uns quasi fast davor abgelegt und ich bin hier eben kurz wieder reingegangen, hatte den ganzen Kram, den wir gefunden haben, wieder mitgenommen, also diese Säge vor allen Dingen. So, jetzt müssen wir aber mal gucken, kommen wir jetzt hier irgendwie rüber? Das ist ja die Frage. So. Verbrennung zwar, aber wir haben's. So, und gegen die Verbrennung können wir was machen. So, wir hatten den Schal übrigens abgelegt. Ja, ja, ist ja gut. Ich tue ja schon was. So, Verband. Linke Hand für die Verbrennung. The pain. Und der Schmerz. So, und damit müssten wir eigentlich komplett wieder hergestellt sein. Alles gut. Uff. So, aufgerollte Zeitung. Was haben wir denn hier? Hat sich das wenigstens gelohnt, dass wir uns verbrannt haben? Oh, hier liegt eine Leiche. Dankeschön. Waldflüsterer-Flyer. Okay, wir müssen uns erheben. Wir können nicht länger tatenlos zusehen. Bla bla, okay. Achso, nee, mitnehmen. So, was haben wir hier noch? Ein Stapel Papier, ein Buch. Kaputter Metallschaltkasten. So, den können wir nur zerlegen. Lampenöl. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich den Kanister habe. Ich glaube nicht. Aber wir haben trotzdem auch genügend Lampenöl, oder? Wo ist denn unsere Lampe? Aktion, auffüllen. Doch, wir hatten einen Kanister. Alles gut, aber wir nehmen mal ein bisschen Lampenöl hier mit. Da ist noch eine Sturmlampe. Metallschrott. Metallregal, noch ein Buch. Lampfuel could be useful. Brauche ich nicht. Arbeiterhandschuhe. Ich glaube, so sind wir ja ganz gut ausgerüstet. So, hier brauchen wir auch überall nichts. Oh, das ist aber ein schönes Klo. Das lädt ja ein zum, ne? Der Mülleimer ist natürlich leer. So, Moment. Rennfahrerhandschuhe brauchen wir nicht. Die sind auf jeden Fall schlechter als unsere. Gucken wir mal, ob wir hier noch... da gucken wir mal, ob die ganz gut ist. Hier müssen wir mal aufstemmen. Arbeitsstiefel. Energieriegel. Geschmacklose Tomatensuppe. Das, was jemand braucht. So, was haben wir jetzt hier? So, 2,3, 2,3, 40, 50. Ja, die hält zwar nicht so warm, ist aber ein bisschen leichter, hat hier ein bisschen mehr. Na, würde ich trotzdem nicht. Das lohnt sich nicht. Die hätte auch mehr gehabt, okay. Hier ist auch nochmal ein Spind. Gucken, ob hier noch irgendwas Nützliches ist. What have we here? Ein Baumwollpulli. Ja, gut. Gucken wir auch direkt. Ist der gleiche, hä? 0604. Oh, nee, ist nicht der gleiche. Dann ziehen wir den auf jeden Fall an. So, und da gucken wir mal einmal. 1 und 0,5. Okay, ablegen. Fertig.
So, dann hier haben wir jetzt alles, ne? Hoffe ich. So. Ist noch ein schwerer Hammer. Ist da wohl kein Handy? Hochwertiges Werkzeug für die Herstellung und Reparatur von Dingen. Natürlich sehr schwer. Salzcracker. Und ein schwerer Hammer. Naja. Kohle, Kohle, Kohle. Brauchen wir aber gerade gar nicht. Können wir mal... Ja, ist ja gut. Beschwer dich nicht ewig. So, die Kohle können wir aber mitnehmen. Und dann müssen wir doch wieder was ablegen. Den dürfen wir nicht wieder zerlegen. Das können wir auf jeden Fall ablegen. Da haben wir zwei von. Rohrkolben. Nee, das ist... Nee, brauchen wir nicht. Das kann man mal eben essen. So, zwei Hammer brauchen wir definitiv nicht. Wusste doch, wir hatten noch einen. So, das haben wir alles an. Dann können wir mal eben kurz was trinken. So, haben wir sonst noch irgendwas, was wir nicht unbedingt brauchen? Das wiegt alles nichts. Wir haben schon wieder viel zu viele Streichhölzer. Ja, aber die wiegen ja nichts. Das ist ja, ne? So. Ah, okay, die Schuhe. Die Schuhe müssen... Oh, Moment. Die Schuhe müssen wir nochmal einmal gucken. So, 2,4, 1,49. Gar keine Frage, die können weg. So, und jetzt haben wir es auch schon wieder. So, das ist nur noch ein Karton. So. Da war die Leiche. Hier war nichts mehr. Hier ist noch ein Kühlschrank. Gucken, ob wir noch was Sinnvolles hier drin finden. Wieso ist denn jetzt die Lebensanzeige so auf 7:30? Could end up being useful. Nee, brauchen wir im Moment auch nicht. Metallschrott möchte ich auch nicht mitnehmen. Streichhölzer haben wir gerade zu Hauf weggeschmissen. Dann nehme ich die jetzt nicht schon wieder mit. Irgendwas Sinnvolles hier noch? Is it food or? Ach, den können wir da lassen. Wir haben genug zu essen. So, was haben wir? Hier noch? Okay, ich sehe nichts. Hier in den Spinnen vielleicht noch irgendwas? Schlüssel, irgendwas, was uns weiterhilft. Hope I can still eat this. Brauche ich nicht. Beans brauchen wir auch nicht. Wasser brauchen wir auch nicht. Wir haben ja quasi alles. Brandbeschleuniger nehme ich mal mit. Stoff nehme ich auch mit. So, da ist nur noch Stapel Papiere. Da ist, glaube ich, noch was zu essen. Schweinefleisch mit Bohnen. Okay, meinetwegen. I could use this. Kräutertee, Dose Sardinen. Mikrowelle. Kaffee? Kräutertee. Okay. Ja, dann trinken wir den direkt. Oh, hätten wir eigentlich gar nicht, aber naja. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. So, hier hätten wir auch noch was zu trinken. Und das war's auch schon. Jetzt müssen wir uns wieder da durch schieben. Oder wir können einfach hier so runter. Dann brauchen wir da nicht durch. So, hier hatten wir ja schon alles. Jo, dann würde ich sagen, sind wir hier auch schon durch und haben uns nicht nochmal verbrannt.
Dann können wir uns da vorne auch noch mal umsehen, ob wir irgendwas finden, was uns weiterhilft. So, das war das, das, das. So, und hier ist noch so ein Aufenthaltsraum. Ein Bett. Könnten wir schlafen. Sportweste, glaube ich, brauchen wir nicht. Pfirsiche brauchen wir nicht. Schweinefleisch mit Bohnen. Naja, komm, nehmen wir mal mit. Holzschrott brauchen wir nicht. Ja, Wolfilein, ich komm gleich raus. Brauchen wir nicht. So, und da ist Luft drin. So, Nordlichtbeobachtungen. Okay. Diese Lichter am Himmel stellen komische Dinge mit den Maschinen hier an. Wir haben einen alten Schuppen gefunden, in dem plötzlich die Computer von alleine hochfuhren. Und die Lampen aufleuchteten. Als das Nordlicht oder wie man es auch immer nennen mag vorbei war, haben wir versucht, die Zentrale anzurufen, aber wir kamen nicht durch. Oder kommen nicht durch. Keine Ahnung, ob die Telefone überhaupt funktionieren. Wir sind nun eine Handvoll Leute von der Wintercrew. Einige wollen versuchen, es zur Küste und den Siedlungen dort zu schaffen. Wenn du das hier findest, sind wir dorthin unterwegs. Okay. War das jetzt das, was der uns gesagt hat, dass es das schon mal gab? Oder ist das jetzt halt dann passiert? Das ist ja die Frage. Habe ich diese komische Mütze jetzt mitgenommen? Thank goodness. Müssen wir sofort gucken, ob die besser ist. 1,3, 0,6. Nee, ist viel schlechter. So. Okay. Sind hier Wölfe drin? Hallo? So, wir gehen mal weiter. Also die Tiere sind hier echt sehr, sehr witzig. So, was ist hier noch? Das war jetzt die Wartungsstation, glaube ich, ne? Dann können wir ja weiter. Weiter nach da gehen. Ja, ja, das ist gut. So, und obwohl jetzt irgendwie dunkel ist, also Nacht scheinbar, ist trotzdem noch hell dank der Lichter. Oh, hier schon mal ein See. Moment. Wir müssen da rüber. Entweder gehen wir wirklich hier direkt rüber oder wir halten uns eher rechts, weil da scheint ja eine Brücke zu sein. Dann gehen wir doch lieber hier so lang. Jetzt auch noch das Leuchten hier ab und diese Wipfel und so. Und, oh, echt cool. So, und ich glaube, ich sehe die Brücke schon. Das wird sie sein. Und Gott sei Dank sind wir nicht ganz so überladen, dass wir endlich mal wieder ein bisschen rennen können. Ja, ja. Und es wird schon wieder stürmisch. So, ist das die Brücke? Sieht gut aus, aber kommen wir hier durch? Hätten wir da einen Schlüssel vielleicht finden müssen? Okay, alles gut. Ich dachte jetzt, wir hätten in dem Wartungsschlüssel einen Schuppen finden müssen. In dem Wartungsschuppen einen Schlüssel natürlich. So. Jetzt gehen wir so rum, genau. Alles gut. Bald sind wir an dem Haus und dann können wir diesen Speer holen. Und dann müssen wir ja den ganzen Weg auch wieder zurück, ne? Die Frage ist, wir müssen ja jetzt diesen Speer besorgen und diesem Typi mit seinem komischen Bärenkomplex helfen.
eigentlich würde ich das ungern machen, weil ich glaube, dass der, also wie gesagt, der ist mir nicht ganz so sympathisch. Gucke ich immer auf alle Bäume, ob man darüber kann. Sonst verlieren wir wieder den Weg. Ich glaube sogar, wir müssen hier hoch, oder? Aber der wird zu steil sein. Und hier sind ja auch noch Masten, also können wir hier auch noch getrost rumlaufen. Alles gut. Das schaffen wir auch auf dem, ja, auf dem unteren Weg, würde ich jetzt mal behaupten. Ich kann mich auch wieder irren und dann laufen wir wieder stundenlang im Kreis rum. Ich sehe die Waldhütte schon. Gleich sind wir da. Gott sei Dank. Endlich erreicht. Ja, es war doch ganz schön weit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da drin wirklich diesen komischen Speer finden. Wow. This must have been really nice once upon a time. Jo, ich finde die auch jetzt noch relativ hübsch und gemütlich. Sieht gemütlich aus, ja. Einmal kurz rumlaufen. Hier ist noch so ein kleiner Unterstellschuppen. Schubkarre. Die Schubkarre könnten wir doch mitnehmen. Da können wir unseren ganzen Kram reintun. Ach ja. Also ich finde es schön. Klasse Aussicht. Guckt euch das an. Gut, jetzt hier oben ein bisschen windig. Aber ansonsten. Echt schön. Und was ist das da für eine Brücke? Hm, weiß man gar nicht. Sind wir nicht dran vorbeigekommen irgendwie? So, aber dann können wir mal reingehen. Now, to find that spear. Okay, wieso ist hier jetzt so dunkel drin? Hallo? Na gut, wir haben ja unser Lämpchen. Können wir mal anmachen. Wo ist es denn? Achso, wisst ihr was? Ich mache mir das wieder viel zu kompliziert. Hier. Lampe. Haben wir doch rausgefunden. Zwischen dem ganzen Chaos habe ich das voll vergessen. So. Und jetzt können wir uns hier mal in Ruhe umgucken. Telefonzelle? Nee, nicht ausmachen. Achso, da kann ich nichts weiter mitmachen. Schade. Ich dachte, ich könnte jemanden anrufen. Gipfelbrause, Kaffee, Kräutertee, Müsliriegel. Also was das Herz begehrt. Kondensmilch. Supi. So, dann können wir uns nämlich hier auf dem Ofen gleich mal was machen, wenn wir dann Hunger haben. Bärentöter-Speer. Das ist der legendäre Bärentöter-Speer. Dieses kleine, abgebrochene, mein gut, ist kaputt, ne? Aber dieses kleine Dingelchen, damit willst du einen Bären töten? Wow. Dafür das ganze Theater. Damn. Looks like one little detail got missed in the Trapper's Legend of the Old Bear. The spear didn't survive the fight. Must be something I can use to fix it in that old machine shed. Okay. Jetzt sollen wir ihn reparieren. An der Schmiede. Aha, an der Schmiede können wir ihn jetzt reparieren. So, und wir sind durch den Speer. Sind wir jetzt viel zu fett quasi. So, wir machen mal eben kurz die Lichtchen an. Was haben wir hier noch? Holzbrikett. Brandbeschleuniger. Ernsthaft jetzt?
Shelter-Telefon. Das finde ich jetzt gruselig, ey. Wie kann er das Telefon schellen? Mein Gut, ist ja jetzt Strom da und so, ne? Oder geht's auch noch in den Keller? Das finde ich gruselig. Wir können aber nicht abnehmen. Es schellt und wir können nicht abnehmen. Das finde ich gruselig. Oh je. Ey. So, was haben wir denn hier noch? Erdnussbutter, gegartes Kaninchen, Kräutertee, also alles, was das Herz begehrt. So, aber ich würde sagen, wir gehen dann gleich einfach nur mal nach oben. Oh. Geschichte, ne? Lesen wir jetzt nicht alles durch. Also könnt ihr gerne, deshalb lasse ich es euch ja mal kurz. So, nehmen wir aber auch mit. Haben wir auch den dritten Teil der Geschichte gefunden. So, und dann gehen wir mal nach oben. Ich glaube, wir können die Lampe ausmachen. Wird langsam hell. So. Was haben wir hier oben noch Interessantes? Ohne Mist, jetzt fand ich es wirklich ein bisschen gruselig durch das Telefon. Und dann dieser Schaukelstuhl. Wenn es ein anderes Spiel wäre, ohne Mist, hätte ich mir jetzt schon 5-mal in die Hose geschissen. Jetzt fragt nicht warum. weil einfach gruselig. Es ist einfach dieser Anblick. Ne? Fehlt nur noch der böse kleine Mädchen. Oh Mann. I think I can use this. So, wir nehmen mal alles mit aus der Truhe und gucken, ob wir es gebrauchen können. Und hier ist ein Bett, hier könnten wir schlafen. Nochmal gucken, was im Schrank ist. Windjacke. So, und dann gucken wir direkt, ob wir was davon behalten wollen. 2230. Nee. Das ist ja, nee. Da hat alles mehr. So, der Pulli, der ist echt schon nicht schlecht. 1,3, 0,9. Ja, dachte ich mir. So, und der ist auch, und das Hemd ist auch immer noch besser. So, mal gucken. 1,2, 0,8, 10. Oh, nee. So, brauchen wir alles nicht. So, weiter im Text. Ich kann hier überall schlafen. Hier sind überall Betten. So, da waren wir drin. Hier drüben ist noch ein Zimmerchen. Da ist noch eine Leuchtpistole. Nee, Zeug brauchen wir nicht. Leuchtpistole brauchen wir auch nicht. Hier ist ein schönes Bett. Arbeitsstiefel. Nehmen wir mit, gucken wir sofort an, ob die besser sind. Sind sie nicht. Wieso findet man hier nur schlechtere Sachen? Weil wir kriegen doch die Schuhe haben wir doch vom Immerken gekriegt, ne? Also waren das ja schon die besten, die wir irgendwie kriegen können. So, da können wir schlafen. Hier ist noch... Oh. Ja, ein guter Lagerungsort für einen Schrank. Was ist hier noch drin? Ein Stück Stoff. This will come in handy. Nehmen wir mit. Die Rennfahrhandschuhe brauchen wir nicht. Verband nehmen wir mit. Da haben wir uns ja... Mussten wir was von hergeben, weil wir uns verbrannt haben. So, und dann sind wir hier oben eigentlich schon durch. Gucken wir unten auch nochmal. Wir sind zu schwer, ich weiß. Das ist dieser schwere Spieß, den wir mitgenommen haben. Und einen Hammer haben wir noch mit. Hier unten können wir auch schon wieder. Eine Taschenlampe. Das ist ja cool. Wieso hat er die so ehrfürchtig genommen?
Ist das was Besonderes gewesen? Hat die überhaupt Batterien? Weil sonst brauchen wir sie nicht. Außer wir finden dann noch Batterien. Dann brauchen wir auch kein Lampenöl mehr. Dann können wir die schwere Lampe da lassen. Was? Schusswaffenpuzzle. I could use this. Putzset. Ich puzzle. Okay. Gewehrmunition. Da ich nie schieße, brauche ich das auch eigentlich nicht. Handschuhe. Gucken wir gleich mal. So, hier ist noch wieder eine Notiz. Kommt zur verlassenen Jagdhütte am Rande des Rätselparks. Da waren wir doch schon, oder? Da waren wir doch an der Waldhütte. Oder nicht? Could end up being useful. Nein, brauche ich nicht. Der klickt immer irgendwie zweimal. Papier brauchen wir auch nicht. Hier ist ein Kletterseil. Das würde ich gerne mitnehmen. Ganzen Signalpatronen brauchen wir nicht. Ja. Verstehe ich. So, hier ist noch eine Werkbank. Können wir denn irgendwas machen? Zubereitung Birkenrinde. Stellen wir mal her. Was kann man denn damit machen? Zubereitete Birkenrinde. Interessant. So, Verband könnten wir herstellen. Haben wir aber. Fackel, Angelzeug. Qualitätswerkzeug, okay. Damit können wir irgendwas reparieren, oder? Ah ne, wir brauchen ja eine Schmiede, ne? Da stand, wir brauchen eine Schmiede. Metallschrott. Hm, vielleicht sollten wir mal den Metallschrott mitnehmen. Vielleicht können wir dann auch irgendwas anderes machen. So, 1,025 sind definitiv schlechter. So. Da brauchen wir noch getrocknetes Leder für. 80. Nicht ausziehen. Aktionen. Reparieren. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das alles reparieren. So. Die können wir auch reparieren. Haben wir das auch? Joa. Haben wir da die falsche weggeworfen? Ich dachte, die hätte auch 100% gehabt. Okay, dann haben wir aber das schon mal. So, können wir irgendwas ablegen? Wir können ja mal irgendwas essen. So, noch einen Müsli-Riegel essen. So, dann können wir einen Soda trinken. Gott, wie schwer wir wieder sind. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Und das geht nicht alles nur wegen Essen drauf. Ich habe so viel Mist schon wieder mit. So, aber hier unten ist, glaube ich, nichts Aufregendes mehr. Upsi. Können wir nach oben? Rennen kann ich nicht. Wir sind zu schwer. Alles klar. So, auch hier, glaube ich, kommen wir nicht zurück, aber... Wir können ja dann mal hier ein Feuerchen machen. So, Altholz, Feuerstrahl. Karton, Streichhölzer. Die brauchen wir nämlich gar nicht mehr. Die können wir eigentlich komplett da lassen. Weil wir haben ja das andere Ding.
So, Altholz hinzufügen, hinzufügen. 3 Stunden. Kohle, Kohle. Ein bisschen Stock. So. Können wir einmal nicht Wasser. Den Hagebuttentee könnten wir machen. Tomatensuppe. Kräutertee. Schimmelig? Ne, was Schimmeliges brauchen wir nicht. Was Schimmeliges können wir direkt wegschmeißen. Ich will nichts Schimmeliges. Was ist hier Schimmel? Das mit der Dose Kaffee, das ist drin. Oh. Dass wir da nicht mit dem Topf und so. Das ärgert mich. So, schimmelig. Ablegen. Zäs. Frisch. Kräutertee. Müsli-Riegel. Das ist alles noch in Ordnung. Und geschmacklos. Da lässt sich halt drüber streiten. Ach, wir sind viel zu schwer, viel zu schwer. Naja, gut. So, aber ich würde sagen, da ist auch noch was zu trinken. Wir werden nach oben spazieren. Da war die Treppe nach oben. Und uns ein wenig hinlegen und bis morgen pennen einfach. Bevor wir weiter marschieren. Eigentlich müssten wir, also wir können 12 Stunden. Dann ist mitten in der Nacht, ne? Wir schlafen jetzt einfach mal 12 Stunden.